Die Abschlussetappe der ADAC Trentino Classic 2017 ist zugleich die längste Route der diesjährigen Veranstaltung. Bei der letzten Wanderung gibt es noch einmal bestes Kaiserwetter für die über 100 Teilnehmer. Im Mittelpunkt, na klar, die wunderschönen Fahrzeuge. Der Vorteil von mir und dem Auto ist, wir kennen uns 40 Jahre. Das heißt, ich kenne seine Macken, er kennt meine Macken. Das Kurvengeschlängel für die Zeitmaschinen, kein Problem. Hervorragend, man muss nur locker bleiben bei dem. Sie müssen anders steuern, weil der ist vorne länger wie hinten. Ne? Auch ein Blick auf den Gardasee darf unterwegs nicht fehlen. Nach gut 165 Kilometern werden die historischen und klassischen Fahrzeuge dann im Ziel am Strand des Lago di Molveno empfangen. Es war wunderschön, es war eine wunderschöne Strecke oder viele wunderschöne Strecken. Durch die Berge, durch die Wälder, an den Seen vorbei, an den Castellos vorbei. Es war richtig schönes Autowandern, Oldtimerwandern. Vier unvergessliche Tage gehen damit zu Ende.